Aufregende Minuten bei Marienhof. Mit Chakalaka, der afrikanischen Grillsoße von Maggi. Es wird viel passieren. Ach, Charlie, bitte. Paula, ich will, dass es dir gut geht. Ich liebe dich doch. Pedro, Charlie. Charlie, vergiss doch mal bitte endlich den Typen. Was machen Sie da? Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel Tage in Paris gezeigt haben. Eleganz, Weiblichkeit in Perfektion. Sorry. Die Farben des Sommers. Und wie war dein Abend? Jedenfalls spannender als eurer. Haufenweise Blut und rollende Köpfe. Oh, den hätte ich aber auch gern gesehen. Hier, schenke ich dir. Nee, dann lieber doch nicht. Pias Mutter hat gemeint, er ist total unrealistisch. So viel Blut würde kein Mensch verlieren. Also ich muss los. Ich muss Carlos noch vom Latte abholen. Ist Paula noch nicht da? Mm-mm. Mach dir keine Sorgen, die kommt schon noch. Also ich bin dann weg, Jungs. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Okay, wer muss ins Bad? Ich. Ey, Robby, ich hab zuerst gefragt, komm raus da. Robby. Das macht Paula doch absichtlich, oder? Also erstens glaube ich das nicht. Und zweitens musst du aufhören, immer alles auf dich zu beziehen. Charlie, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Komm, das Blödeste, was du tun kannst, ist Paula auf die Nerven zu gehen mit deinen Sorgen. Paula ist erwachsen und kann tun, was sie will. Verdammt, jetzt sind wir auch noch eingeschlafen. Ist doch egal, bleib einfach hier. Doch nicht so laut, oder willst du Andres aufwecken? Ich muss los. Nein, Paula. Was sag ich Andres, wo du bist, wenn er aufwacht? Sag, dass ich wiederkomme, sobald ich kann. Ja, wann ist das? Pedro. Es war schön vorhin. Wir hätten es nicht tun dürfen. Was denn? Ich komme viel zu spät. Charlie glaubt mir noch nie, wenn ich sage, dass ich bis jetzt im Internetcafé war. Und was spielt das für eine Rolle? Der schläft wahrscheinlich sowieso schon. Und wenn nicht? Ich weiß nicht, wie lange er mir das alles noch glaubt. Du meinst eher, wie lange du es schaffst, ihn zu belügen. Was für ein Quatsch. Nein, kein Quatsch. Weil du nämlich schon viel zu sehr an diesem Charlie hängst. Doch, komm ja schon.
Bus. Heidemann hier. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Ist was passiert? Wegen Steve? Psst. In die Praxis wurde eingebrochen. Was? Ist irgendwas gestohlen worden? Ich habe den Täter überrascht. Er ist wohl nicht mehr dazu gekommen, was mitzunehmen. Ist Ihnen irgendwas passiert? Nein, aber der Einbrecher ist verletzt. Die Polizei vermutet, dass es ein Junkie war auf der Suche nach Drogen. Okay, ich bin sofort da, ja? Bis dann. Was ist denn passiert? In die Praxis wurde eingebrochen. Und, hattest du einen netten Abend? Ja. Naja, Charlie war vielleicht ein bisschen unentspannt. Wegen? Ja, wegen Paula. Sag mal, was ist eigentlich mit mir? Jetzt guck nicht wie ein Frosch, massieren. Oh, wie könnte ich das vergessen? Du müsst dich umdrehen. Die Füße. Nun komm. Gar nicht. Sag mal, suchst du eine Mitbewohnerin? Was? Ach ja. Ja, die Wohnung, die ist so groß, weißt du, und ich habe keine Lust, so viel Miete zu zahlen. Ich dachte, du bist froh, dass du Raul und Yasemin jetzt gerade los bist. Ja, aber so ganz alleine wohnen und so eine Frauen-WG kann doch ganz lustig sein, ne? Was? Das glaubst auch nur du. Ja, wieso? Du wohnst doch auch mit Männern zusammen. Jetzt erzähl du mir nicht, dass es was anderes ist. Und was ist mit Carolina? Die kann die Miete noch nicht zahlen. Spinner. Naja, und du kommst ja nicht in Frage. Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass du schon deine Freiheit aufgeben willst. Oder sehe ich das falsch? Da? Ja, schlaf weiter. Sag mal, wieso mussten wir eigentlich so früh raus? Ich hätte so gerne mit dir gekuschelt. Und wo ist überhaupt Paula? Die hätte doch... Ich hab dir freigegeben. Oh, du bist viel zu nett. Ja, sie hat mich drum gebeten. Aha. Und was wäre, wenn ich dich um was bitten würde? Würdest du es dann auch machen? Kommt drauf an, was es wäre. Hm. Gibt's so, ne? Du willst bei mir einziehen, ne? Und was wenn? Ja, das hätte nur Vorteile. Dann hätten wir nicht mehr dieses ewige Hin und Her. Deine WG, meine Wohnung. Schatzi, ich habe meine Gesichtscreme vergessen. Ich habe meine Noten vergessen und meine Zahnbürste. Das ist überhaupt nicht wahr. Die Zahnbürste steht ewig bei dir. Na ja, dann kann der unbedeutende Rest ja hinterherkommen. Mhm. Aber sag mal, suchst du nicht einen Mitbewohner, der dir ein bisschen bei der Miete helfen kann? Ich meine, mein WG-Zimmer ist total günstig. Ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Hm. Woran denn dann? Ich hätte ja Angst, dass du mich vergiftest. Was? Ich koche schon total gut. Außerdem kannst du ja auch für uns kochen. Aber ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Du willst einfach nur eine günstige Haushälterin haben. Oh, glaub mir, da würde ich dich nicht fragen. Wieso? Traust du mir das nicht zu? Ich meine, du hast mich auch für Carolina engagiert. Dich würde ich ja fragen, ob du mit mir zusammenleben willst. Meinst du nicht, dass das ein bisschen früh ist? Ich meine, vielleicht lassen wir es lieber erstmal beim Alten. Ja, wenigstens erstmal.
muss jetzt auch los, Carolina abholen von Sandra. Ich sehe dich. Ciao. Nee, ist nicht dabei. Und das sind alles Junkies, oder was? Nein, auch ein paar Einbrecher. Sie sagen, es fehlt nichts? Nein, nichts. Kein Geld, keine Medikamente. Ich habe heute Morgen extra noch mal nachgesehen. Das Schloss ist auch nicht beschädigt. Auch fehlen auch keine Schlüssel. Wenn wir was herausfinden, dann melden wir uns wieder bei Ihnen. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Ansonsten ist ja noch mal alles gut gegangen. Ja. Laura, wenn der erste Patient schon da ist, schicken Sie ihn erst in 5 Minuten rein, ja? Danke. Und Sie sind absolut sicher, dass keiner auf den Fotos der Einbrecher war? Ja, ganz sicher. Ich habe ihn gesehen. Also nicht so deutlich, aber deutlich genug. Würden Sie ihn wiedererkennen? Ja, auf jeden Fall. Er war dunkelhäutig, groß, Anfang 20. Sie sagen, er hatte irgendeine Verletzung? Ja, ja. Ich dachte zuerst, ich hätte mich verletzt, aber das war sein Blut. Wo? An der Hand, glaube ich. Die linke? Kann ich nicht genau sagen. Wieso? Nee, ich weiß nicht. Ist nur so ein Gefühl. Meine Tochter, Pia, die hat seit kurzem einen neuen Bekannten. Ein Schwarzer, Bajero. Er hat eine Verletzung in der linken Hand. Ich habe sie ihm neulich verbunden. Und Sie meinen, das könnte sein? Vielleicht. Aber warum sollte er sowas tun? Hat Andres nach mir gefragt? Mhm. Ja. Er fragt dauernd, wann du kommst. Sobald ich kann. Und? Bist du Charlie begegnet? Gott sei Dank nicht. Er hatte schon geschlafen, als ich nach Hause gekommen bin. Und heute Morgen habe ich ihn noch nicht gesehen. Na, siehst du. Was? Hat doch keinen Verdacht geschöpft. Dann kannst du doch nächstes Mal länger bleiben, oder? Das war riskant. Wie alles andere, was wir gerade machen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich euch noch verstecken kann. Das dauert doch alles nicht mehr ewig. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Normalerweise schiebst du eine Panik und jetzt bist du total sorglos. Ich habe einfach eine Sehnsucht nach dir, mein Schatz. Ich doch auch. Hast du denn außer Inge noch sonst irgendjemandem was erzählt, dass wir in Deutschland sind? Natürlich nicht, habe ich dir doch gesagt. Gut, das ist gut. Dann sehen wir uns gleich, mein Schatz. Bitte pass auf, dass dir niemand folgt, ja? Ach, langsam habe ich Übung darin. Gruß Andres von mir, okay? Tschüss. Ich verstehe Jesse nicht. Wenn wir nicht zusammenpassen, dann ist es doch besser, wir finden es jetzt heraus. Und deshalb willst du wieder zusammenziehen? Ja, ist es so abwegig? Ja, ich weiß nicht. Schon bitter, wenn du irgendwann feststellen musst, dass du die ganze Zeit vergeudet hast, weil du mit der Falschen zusammen warst. Na, weißt du, das kann immer passieren, egal ob du zusammen wohnst oder nicht. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Beziehungsstress. Aber weißt du, was ich komisch finde? Wenn ich dann mit einem Wildfremden zusammenziehe, anstatt mit meiner Freundin. Hm. Hat aber auch seinen Vorteil. Einen Fremden kannst du jederzeit ohne Skrupel vor die Tür setzen. Und eine schöne hohe Miete verlangen. Dann außerdem ist ja so eine Zweier-WG mit Sicherheit nicht ganz so anstrengend wie unsere Sechser-WG. Ist die anstrengend? Na ja, ich meine, Paula ist noch da. Charlie schläft die ganze Zeit auf dem Sofa. Schon nervig, wenn man danach zum Kühlschrank will, ja? Schön auf Zehenspitzen dran vorbeischleichen. Tagsüber ist ein Halligalli. Weißt du, was ich frustrierend finde? Dass sich Jesse in eurer Chaos-WG anscheinend wohler fühlt als bei mir. Ja, damit muss ich mich wohl abfinden jetzt. Der ist ja noch während des Films abgehauen, weil er gesagt hat, dass er morgen früh raus muss. Und weil der Film beschissen war. Na, also, ich wäre auch lieber gegangen, ehrlich gesagt. Ja, warum schaut ihr euch dann sowas an? Ah, das ist der Dr. Weidemann. Machst du mal auf? Bei
Herr Giroux ist ein Einzelgänger. Wieso sollte der in Ihre Praxis einbrechen? Hallo. Ich weiß es nicht. Außerdem ist es doch voll unfair, ihn einfach so zu verdächtigen. Hallo. Hallo. Ich soll den von Laura ausrichten, dass Herr Bender in 20 Minuten zur Voruntersuchung kommt. Ah ja, danke. Es spricht einfach viel dafür, dass er es war. Was denn, dass er schwarz ist? Ach Mensch, Pia, du solltest mich wirklich besser kennen, um zu wissen, dass das für mich keine Rolle spielt. Aber der Zeitpunkt, an dem er weg ist, dann die Beschreibung von Herrn Weidemann und die Tatsache, dass er eine Verletzung in der linken Hand hat. Übrigens, wie euer Freund Bajiro. Das heißt doch gar nichts. Und wie soll er in die Praxis gekommen sein? Mit meinem Schlüssel. Es war ein bisschen Blut dran. Ach komm, der hat doch nicht deinen Schlüssel geklaut. Im Augenblick scheint es mir auf jeden Fall das einzig Logische zu sein. Ich denke, wir sollten zur Polizei gehen. Also ich frage mich immer noch, warum er das tun sollte. Wegen Drogen? Nein, auf gar keinen Fall. Also vielleicht sollten wir noch warten. Ich würde ganz gerne mal mit ihm reden. Vielleicht kann er das Ganze ja aufklären. Ihr wisst doch bestimmt, wo ich ihn finde, oder? Carlos wohl steckt. Ich sehe ihn gar nicht. Naja, wahrscheinlich zeigt er den ersten Interessenten schon die Wohnung. Quatsch, so schnell geht das nicht. Wieso nicht? Bei der Masse, die gerade die Wohnung sucht, da muss er aufpassen, dass sie ihm die Bude nicht einreihen. Ja, du hast recht, die Wohnung ist echt schön. Er wird wohl schnell jemand finden. Halt. Kann es eigentlich sein, dass da jemand todunglücklich ist mit seiner Entscheidung? Ja. Weißt du, ich wollte nicht dieselben Fehler schon wieder machen, die ich bei meinem Ex-Freund gemacht habe. Ich bin völlig kopflos mit ihm, viel zu schnell zusammengezogen. Ich kannte ihn ja noch nicht mal richtig. Ja, aber die Situation jetzt ist ja nicht die gleiche. Ja, ich weiß. Weißt du, ich wach gerne mit Carlos auf. Ich frühstücke gerne mit ihm. Ich habe ihn einfach gerne um mich herum. Weißt du, es gibt einfach überhaupt nichts, was mich richtig an ihm aufregen würde. Noch nicht mal, wie er ist. Und da bin ich normalerweise echt sensibel. Ja, dann ist ja Carlos wirklich perfekt für dich. Ja, ich würde gerne mit ihm zusammen wohnen. Ja, und wieso hast du ihm das nicht gesagt? Weil ich bei wichtigen Entscheidungen meinen Verstand walten lassen muss und nicht mein Herz. Ja, aber nicht hier. Das muss dein Herz entscheiden und nicht dein Kopf. Hey, Leute. Hey. Hi. Magst du ein bisschen Eintopf? Ist noch was da, die nicht. Nein, danke, ich habe schon gegessen. Wo denn? In der Stadt. Ach so, deshalb habe ich dich nicht im Latte gesehen. Carlos hat mir heute auch freigegeben. Warst du wieder im Internetcafé? Ja, so wie gestern. Deswegen ist ein bisschen zu spät geworden. Ach so. Ja, ich habe nämlich auf dich gewartet. Du bist schlimmer als eine Mutter, die erst einschlafen kann, wenn alle Kinder zu Hause sind. Ja, also, ich bin nur bis zu den Tagesthemen gekommen, dann bin ich eingeschlafen. Mhm. Obwohl du nicht zu Hause warst. Ach so. Dann hast du ja geahnt, dass ich gleich komme. Wann war's denn? Meine liebe Oberglucke. Es war so gegen 10:30, okay? Zufrieden? Ich sag's nur ungern, aber Paula lügt. Na, dann ist sie halt um Mitternacht gekommen, das ist doch völlig egal. Es war 2 Uhr nachts. Und Carlos hat ihr auch nicht freigegeben. Sie hat ihn drum gebeten. Ich war dabei. Dann hab ich doch recht gehabt. Sie geht mir mit Absicht aus dem Weg. Aber warum? Geh schon. Möchten Sie zum Rektor? Ja. Dann müssen Sie den Gang hinter. In meinem Zimmer putzen Sie jetzt bitte nicht. Später. Verstanden? Nein? Nicht putzen. Ich mache ihn sauber. Gut. Kein Problem. Doch ein Problem. Ich muss arbeiten. Ich arbeite. Kein Problem. Ja. Bis später. Thank you.
Tut's weh? Solltest mal zu mir in die Praxis kommen. Den Weg kennst du. Ich sauber mache. Nix Zeit. Kein Problem. Ja, das kannst du dir sparen. Ich weiß, wie gut du Deutsch sprichst. Bashiru. Keine Angst, ich bin alleine hier. Aber das heißt nicht, dass du wieder weglaufen kannst, klar? So. Und jetzt hätte ich gern mal eine Erklärung. Schatz, schmeiß die Zeitung weg. Deine Wohnungsprobleme sind gegessen. Hallo, komm rein. Woher weißt du das denn? Was denn? Ja, dass das Zimmer weg ist. Das Zimmer ist weg? Ja, schneller als ich dachte. Und so ist es allemal besser. Mhm. Ja, ist doch perfekt. Hi. Ich nehm's. Oh, hab ich dich erschreckt? Entschuldigung. Charlie. Wo gehst du denn hin? Ich wollte Andres anrufen. Ah, ist okay, ich komme ein Stück mit. Ich kann deine Tasche nehmen. Ich wollte aber nicht gleich gehen. Ach so, nicht? Ja, dann, dann warte ich ein bisschen auf dich. Ich hab's nicht so eilig. Du musst nicht auf mich warten. Doch, doch, ist kein Problem. Ich wollte dir sowieso noch ein Internetcafé zeigen, weißt du? Da gibt's Schnäppchenpreise. Hat neu aufgemacht. Echt? Vielleicht morgen. Warum nicht heute? Belügst du mich? Dachtest du, ich krieg's nicht raus? Was? Wie lange wolltest du es noch machen? Hast du gedacht, ich sehe das nicht? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du ein Nuller warst? Weil du nicht zu deinen Eltern zurück willst? Sie hassen Deutschland. Sie wollen nicht, dass ich hier Freunde finde und die Sprache lerne. Und du willst mir erzählen, das haben sie noch nicht gemerkt, wie gut du sie inzwischen sprichst. Aber du bist doch von zu Hause weggelaufen, dachte ich. Wie lange? Meine Hand hat sich entzündet. Ich wollte mir nur ein Antibiotikum holen, mehr nicht. Ja, warum fragst du denn nicht Frau Dr. Busch? Die hätte dir doch geholfen. Nee, 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 nicht normal, Freund. Okay, ich hab's versucht. Aber mit Lügen kommen wir nicht weiter. Wen rufen Sie an? Die Polizei. Nein! Hey! Nein, bitte! Warum bist du bei uns eingebrochen? Wegen Drogen? Nein! Wenn Sie die Polizei rufen, dann werde ich abgeschoben. Bitte! Ich bin illegal hier. Gegen blasse Haarfarbe habe ich ein schimmerndes Geheimnis. Die neue L'Oréal Präférence Schimmerkollektion. Die erste extra schimmernde Farbe mit System Anti-Verblassen. Für intensive Farbe bis zu 5 Wochen. Endlich extra Schimmer, der hält und hält. Neu, Präferenz von L'Oréal Paris. In 10 neuen Schimmerfarben. Sie sind es sich wert. Warum machst du dir andauernd solche Sorgen um Charlie? Dem kann es doch völlig egal sein, wo du die Nächte verbringst, oder? Ach ja, und was soll ich sagen, wo ich war? Das geht ihm überhaupt nichts an. Ach nicht? Meinst du, er glaubt mir noch die Geschichte vom todkranken Kind noch? Wenn ich nächtelang wegbleibe? Aber wenn ich da bei der Behörde auftauche, dann schieben die mich doch sofort ab. Das dürfen sie nicht. Die Abschiebung muss ausgesetzt werden, sobald ein ordentlicher Folgeantrag gestellt ist. Sie haben dir aber nicht gesagt, dass ich einen zweiten Antrag auf Asyl... Hallo, ihr beiden. Hi. So, hier ist meine Adresse. Das können wir heute Abend besprechen, okay?